Du willst mehr Siege in der Weekend League holen und fragst dich, wie das geht und auf was du achten musst. Ich zeige dir 5 Tipps, die auf jeden Fall dazu beitragen werden, dass du in den Weekend Leagues endlich mehr Siege holst. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne schon ein Like da lassen, abonniert den Kanal und kommentiert gerne, wo ihr Schwierigkeiten habt. Ich bin auch etwa 16 Uhr, 17 Uhr live auf Twitch, deswegen könnt ihr auf jeden Fall auch da rein folgen. Erster Link in der Videobeschreibung, wenn ihr Fragen habt. Dann fangen wir auf jeden Fall auch an mit dem ersten Tipp, der sehr wichtig ist. Spiele die Kameraeinstellung, die für dich passt. Viele von euch gehen mit der Standard-Cam rein oder nehmen irgendwelche Kameras von E-Sport oder irgendwelchen Streamern. Bitte testet die Kameraeinstellung aus, die auch zu eurem Spielstil passen und wo ihr auch das allgemeine Spiel gut betrachten könnt. Wenn ich euch eine Kamera empfehlen kann, ich spiele die Übertragung Tele, individuell und Höhe 20 auf 0. Das ist meine Kamera und die finde ich sehr, sehr gut. Ihr könnt ihr spielen und die Spiel sieht ja auf jeden Fall so aus. Die Spieler sind ganz nah und so komme ich auf jeden Fall auch besser zum Ball. Und was noch sehr wichtig ist, ihr seht unten dieses Spielfeld nochmal. Da könnt ihr nochmal sehen, wo eure Spieler stellen. Und das ist in der Weekend League auch mega wichtig. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel hier hinten laufe und die rechte Seite nicht sehe, sehe ich bei mir unten bei diesem Spielfeld, dass da ein Spieler steht und spielen so den Ball zu. Zack. Und so hat er den Ball. Also es ist maximal wichtig, dass ihr die richtige Kameraeinstellung für euch findet. Punkt Nummer 2 ist, was dir auf jeden Fall auch in der Weekend League helfen wird, sind die Controller-Einstellungen. Ich zeige euch jetzt wirklich sehr, sehr gute Controller-Einstellungen, die auf jeden Fall euch auch helfen werden. Du willst dein FIFA Ultimate Team verbessern? Dann check auf jeden Fall unbedingt LMAX4 ab. Hier findest du wirklich die günstigsten Coins und am besten nutze den Code ENZAL für 5% Rabatt. Dazu gehen wir auf jeden Fall auf die Einstellungen, gehen auf Spieleinstellungen. Danach können wir hier bei Gameplay runtergehen. Da sind wir auf jeden Fall bei dem Menü Abschlusstiming, macht das auf jeden Fall auf 1 und versucht Timefinish zu trainieren. Da könnt ihr auf jeden Fall auch ein gutes Video von mir auf meinem Kanal sehen. Einfach Timefinish Tutorial. Dann gehen wir etwas runter, das alles lässt ihr auf jeden Fall so wie es ist. Gehen etwas runter, ein bisschen runter. Ich spiele das Ganze auf fortgestelltes Verteidigen, kommt auf jeden Fall für mich besser, aber ihr müsst auch immer alles an euren Spielstil aneignen. Wir gehen weiter runter, Auto wechseln ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Wechsel rechter Stick auf klassisch. Weil wenn ihr auf adaptiv oder so habt oder allgemein ruckelt es. Deswegen wechsel rechter Stick ist mit R3 wechseln. Das ist auf jeden Fall auch unglaublich wichtig im Spiel, wenn ihr mal nicht mit L1 wechseln könnt. Oder in der Situation, dass es einfach nicht geht. Der nächste Punkt ist der wechsel rechter Stick. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr mit dem R3-Taste auf jeden Fall wechseln könnt. Tut ihr das nicht, ruckelt es manchmal. Wenn ihr auf adaptiv oder so habt, ruckelt es manchmal. Und allgemein könnt ihr nicht immer mit L1 die Spieler wechseln. Manchmal wollt ihr Spieler auswählen, die auf der komplett anderen Seite sind. Dann geht das nicht mit L1. Deswegen der R3-Stick zum Spielerwechsel auf jeden Fall wichtig. Dann gehen wir weiter runter. Weiter runter, Spielerfestlegung und Iconwechsel würde ich auf jeden Fall auf 1 machen. Das ist der Player-Lock, was sehr wichtig ist. Und der Analog-Sprint ist auf Aus so wichtig. Habt ihr das auf 1? Ist es so, zum Beispiel, du spielst deinen Ball zu dem Flügel und je stärker du die R2-Taste drückst, desto schneller wird er rennen. Aber wenn ihr das auf Aus habt, wird er auf jeden Fall direkt, wenn ihr die R2-Taste habt, sprinten und braucht keinen Anlauf. Deswegen Analog-Sprint auf jeden Fall auf Aus. Tipp Nummer 3 ist, beachte deine Stärken, aber beachte auch deine Schwächen. Wenn du Schwächen hast und es im Spiel merkst, dann trainier sie. Es soll dir nicht zu schade kommt, 2, 3 Tutorials anzuschauen. Sagen wir mal, du hast Probleme mit der Verteidigung, guck dir ein Verteidigungstutorial an. Dazu habe ich ein Video oder auch viele andere YouTuber. Du hast Probleme im Sturm, dann guck dir dazu ein Tutorial an. Aber, was auf jeden Fall auch ein guter Punkt ist, trainieren. Ich hatte sehr viele Probleme in der Verteidigung, aber mittlerweile verteidige ich unnormal gut. Ich habe mir Tutorials angeschaut, ich habe ein bisschen mit E-Sportler geschrieben, die haben mir ein bisschen Tipps gegeben. Vor ein paar Jahren oder vor 3, 4 Jahren noch Gold 3 Spieler. Ich habe schwer Gold 3 geholt, also wer sich erinnert, was Gold 3 war. Das war eine harte Zeit. Mittlerweile hole ich jede Woche 20 Siege. Wieso? Weil ich auf meine Schwächen geachtet habe und die zu meinen Stärken gemacht habe. Mach das auf jeden Fall und das wird dir helfen. Tipp Nummer 4 und 5 sind sehr wichtig. Tipp Nummer 4 ist, finde die Taktik, die zu dir passt. Jeder FIFA-Spieler von uns hat einen eigenen Spielstil. Und es ist natürlich unser Job zu finden, was unser Spielstil ist und welche Taktik zu einem passt. Suchst du die richtige Taktik, dann kann ich dir diese Videos von mir empfehlen. Das sind die letzten Taktik-Videos von mir. Guck dir die Videos an, du kannst gerne auch nach vorne skippen. Guck dir die Videos an und schau, was die beste Taktik ist. Aber falls du jetzt dringend eine brauchst, dann kann ich dir auf jeden Fall die 4-3-2-1-Formation empfehlen momentan. Geht auf 4-3-2-1, auf Taktiken, geht danach links und jetzt habt ihr eure Spieler. Ich habe jetzt einfach Köln ausgewählt. Bei den Taktiken geht ihr auf ausgeglichen. Hier bei Verschieben bzw. Breite macht ihr auf jeden Fall einfach auf 48. Tiefe gebt ihr auf 65. Aufbauspiel auf jeden Fall ausgeglichen. Chancenerarbeitung, direkte Pässe. Breite hier auf jeden Fall in der Offensive auch auf 48. Spieler im Strafraum 7 Balken. Ecken und Freistöße 1. Wieso Ecken auf 1? Es gibt den berühmten Enno-Ball. Das ist wirklich das Beste, was mir passiert ist, dass ich den gefunden habe. Zack. Zack, Player Lock und jeder Ball ist drin. Ich schwöre es euch, das ist so maximal OP. Du passt dahin, holst den Spieler, passt nochmal nach links hier, kannst den Player Lock hier aktivieren und dann die Flanke spielen und meistens geht der Ball rein. Jetzt ist er so gekommen, aber ihr habt in den Clips schon gesehen, dass es natürlich ein bisschen anders funktioniert und das funktioniert nicht nur bei den Ecken. Guck dir dieses Beispiel an. Ich habe hier den Ball, nehme von hier schon den Player Lock. Ich nehme von hier schon den Player Lock. Achtet mal ganz links oben neben der Spielzeit auf meine Mané. Ich habe hier den Player Lock gewählt und achtet drauf. Zack!
kein Abseits und ich bin vorm Tor. Bitte nutze das. Ich leg wirklich meine Hand ins Feuer. Das ist fast der beste Trick momentan, um deine Gegner auszuspielen. Weil deine Gegner momentan nicht viel damit rechnen. Viele E-Sportler machen das, aber guck mal bitte, wie clean das ist. Wie schnell ich aufs Tor komme. Anders fällt, musst du ganz nach vorne rennen. Zack, abwarten, Playerlock, kurz, Dreieck, boom. Ball kommt super an, wirklich super. Ich bin vom Tor und leider verschossen. Jetzt check auch genau diese Szene ab. Wir haben es dir vorher gezeigt. Eckball, Spieler herholen, passen, R3 aktivieren, Playerlock, Flanke und der Ball ist drinnen. Es sieht so einfach aus und wenn du es wirklich checkst, ist es auch wirklich mega einfach. Ich mache den Playerlock, zack, spiel den Ball hier nach vorne, aktiviere den Playerlock, lauf mit meinem Spieler nach vorne, Flanke. Zack. Jetzt ist wichtig zu beachten, damit du nicht ins Abseits läufst. Genau, wenn du merkst, dass der Gegner mit den Spielern rausgeht. Ich zeige das genau jetzt hier. Ab hier, wenn du siehst, dass der Gegner mit seinen Spielern rausgeht, weil das geht auch automatisch, weil er diese Autoverteidigung anhat, spielst du die Flanke. Und wenn ich hier schon die Flanke spiele, das heißt, wenn der Spieler an der Strafraumlinie ist, spielst du die Flanke. Du spielst die Flanke und der Ball ist drinnen. Machen wir weiter mit den Anweisungen. Beiden Ausverteidiger gebt ihr hinten beim Angriff. Euren Torhüter könnt ihr auf jeden Fall hier Flankenfänger geben. Den mittleren Spieler, unseren mittleren Sechser, gibt ihr hinten bleiben und Mitte abdecken. Den linken gibt ihr nur hinten bleiben und den rechten gibt ihr nur Mitte abdecken. Unserem Stürmer, was ja auf jeden Fall jetzt wichtig ist, geben wir zentral orientieren und vorne bleiben. Das heißt, er soll sich ein bisschen zentral orientieren und er soll auf jeden Fall bei Angriffen vom Gegner nicht nach hinten kommen, sondern einfach vorne bleiben. Beim linken Stürmer geben wir auch zentral orientieren, aber nicht vorne bleiben und zwar defensive verstärken. Und beim rechten Stürmer geben wir einfach nur vorne bleiben. Und es ist wirklich auch sehr, sehr wichtig, eine sehr defensive Formation zu haben und eine sehr offensive in der Weekend League. Du spielst wahrscheinlich jede Woche und denkst, ey, ich will endlich mehr Siege holen, was kann ich tun? Achte wirklich auf diese Tipps und der Tipp Nummer 5 wird auf jeden Fall auch wichtig. Tipp Nummer 5 ist, bitte spiel Metaspieler. Spiel keine unnötigen Teams, wo du sagst, ey, ich feier den Spieler, aber nein, spiel Metaspieler, geh mit der Meta mit. Du musst mitgehen, wenn du Spieler sagst, ey, okay, ich feier den Spieler, aber der ist eigentlich mal nicht mal so gut, machst einen Fehler. Metaspieler zu spielen ist wirklich in EFC auch maximal wichtig oder allgemein in allen Teilen. Wenn du siehst, okay, irgendein Stürmer als Beispiel, Füllkrug ist gerade mega gut und nicht jeder spielt unnötig Füllkrug, dann kauf dir Füllkrug und bau hinein. Der ist nicht umsonst momentan so gut. Und wenn du mit der Meta mitgehst und immer die Metaspieler kaufst und das in dein Team einbaust, wirst du auf jeden Fall auch Besserungen sehen. Aber wenn du selber nicht weißt, welche Spieler Meta momentan sind, auf jeden Positionen, check mein letztes Video ab, da könnt ihr sehen, da habe ich auf jeder Position 5 Spieler, die zu jeder Position passen, unglaublich Meta sind. Das war's auf jeden Fall auch mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, die 5 Tipps helfen euch weiter. Wenn ja, lasst ein Like, da lasst ein Abo, oder wenn nicht, dann lasst ein Dislike da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Folgt mir auf Twitch. Ich bin auf jeden Fall raus. Haut rein.